Was geht ab, Leute? So, wir sind am Start. Wir haben jetzt 13:15 Uhr. Es ist jetzt Tag 4, wo wir jetzt hier in der Türkei sind. Wir haben geplant, dass mein Opa und mein Vater sind kurz einkaufen. Und wir werden heute wahrscheinlich, wenn alles mitspielt, nach Ordu fahren. Weil hier ist, dieses Gebiet ist hier halt ein bisschen groß. Das ist, was soll ich das sagen? Du hast halt verschiedene kleine Städte. Und die gehören aber alle zu einer Provinz. Genau so ist es hier, halt wie in China, Provinz würde ich jetzt mal sagen, eingeordnet. Genau, und dann die gesamte Gegend gehört zu einer Großstadt dazu. Und genau, in die Großstadt fahren wir jetzt. Das heißt Großstadt, einfach Ordu. Genau, und da gibt es halt einige Sachen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es pack. Also eigentlich hätte ich schon Bock drauf, da gibt es so Boztepe, ein riesengroßer Berg, der bekannt ist in Ordu. Und da kann man anscheinend mit, nicht Fallschirm springen, aber mit so einem Gleiter von dort oben runterfliegen. So, die Frage ist halt, es lohnt sich für mich halt nicht, dann den zu machen, wenn ich keine Cam dabei habe. Und es ist halt ein bisschen behindert, mit einer Cam da rumzugehen. Ich werde bestimmt nicht mit der Cam hier den Scheiß aufnehmen. Deswegen werde ich gucken, ob ich mir eine GoPro irgendwo mieten kann für einen Tag. Werde mir die beim Gleitzug irgendwie dran befestigen. Und ja. Und dann hoffe ich, dass das nach Plan klappt. Aber ich bezweifle es, dass ich da irgendwo was mieten kann. Und ja, aber es wird auf jeden Fall bestimmt sehr coolen Content geben. Ich hoffe, es ist ein Auto, ist ein bisschen größer. Von der Stadt her, ein bisschen bummeln. Ich hoffe, es läuft halt nach Plan. Also so, wie ich es halt vorsehe. Wenn nicht, ist halt nicht so schlimm. Da muss man halt wieder nach Plan B. Ich bin genug lange hier. Genau. Wie ich gestern schon erwähnt habe, werden die Clips in Deutschland gecuttet und auch hochgeladen, weil sich's einfach, ja, auf gut Deutsch, es rentiert sich nicht hier, die Zeit zu investieren ins Cutten. Ich habe ein Video schon gecuttet und das ist nur nicht mal die ersten beiden Tage. Also ich bin gerade so weit beim ersten Video, beim ersten Vlog, der schon fertig ist, bin ich gerade mal. Wo wir am Dienstag ankommen hier. Da bin ich gerade und der ganze, ich versuche immer ein, zwei Tage komplett in einem Vlog zu machen. Und ja, war halt beschissen. Zu viel Content. Und das muss ich alles gescheit cutten. Kann auch sein, dass ich eventuell mich entscheide, Dings zu machen. Wie heißt es? Alles auf einmal zu einem Clip zu machen. Also zu einem Riesenvlog zu machen. Um die dann alle in 20 Minuten Content unterzuteilen. Und so im Sinne von Part 1, Part 2, Part 3 und so weiter. Weil das wird echt viel, weil 10 Tage sind heftig, heftig viel. Und da kommt einiges an Materialien zusammen. Und ja, ich bin mal geschaut, was wir auf die Reihe kriegen, die Tage. Und ja, dann sehen wir uns später, wenn wir nach Ordu fahren. Peace. So, Peoples, wir gehen jetzt nach Urdu. It's time. Ja, wir werden wahrscheinlich mal shoppen, wenn es gute Läden gibt, Sachen. Wir haben gestern einiges geholt und ja, das heißt einiges. War nicht wirklich viel. Haben 1000 Lira bezahlt, also umgerechnet ungefähr um die 100 Euro. Was haben wir geholt? 8 T-Shirts. Mein Bruder hat nochmal zwei Pullover-ähnliches Zeug geholt. Ich glaube, zwei Westen und ja, ist gut, kann man nicht sagen. Man darf nicht vergessen, es sind halt Markenklamotten. Also, wir sind in der Türkei, also ihr wisst selber, was Markenklamotten heißen. Und wir kriegen definitiv für das Geld einen ganzen Kleiderschrank definitiv voll. Deswegen, wir fatzen jetzt, wir sehen uns dann später. Also, bis nachher. Peace. Jo Leute, wir sind jetzt angekommen in Ordu, haben jetzt gerade geparkt, haben einen Parkplatz hier gesucht. Hier gibt es so eine Park-Dings, wie heißt es? So ein Gelände, wo man halt hier überall parken kann, wo halt Autos sind und so. So ähnlich wie ein Parkhaus, nur auf einer riesen Parkfläche. Genau, und zeige euch jetzt einfach mal, wie das hier in Ordu aussieht. Alles ist am Meer, also es ist richtig schön gemacht. Genau, wir sind jetzt da. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Wahrscheinlich ein bisschen shoppen, was essen, bisschen hier um die, wie heißt das, ein bisschen die Stadt erkunden. Ja, interessant wird es, wenn wir da ganz hoch gehen. Ich zeige es nochmal. Also ist schon halt verdammt groß, wenn ich mal richtig ranzoome. Also ist es halt, da hoch kann man auch gehen. Ich glaube, das ist. Oh fuck, das ist doch Boztepe, oder nicht?
Ganz oben oder ne? Ja, genau. Die Gondel? Ach, da oben, da hinten ist die Gondel. Ja, wie gesagt, da hinten seht ihr halt, genau hier, da geht die Gondel halt hoch. Und anscheinend kann man da Fallschirm springen, irgendwas ähnliches, Gleitzug, aber ich glaube, das wird, ob es sich lohnt, ist die andere Frage. Also, genau, ich halte euch wieder, wie gesagt, auf dem Laufenden. Wir sehen uns später. Haut rein. Peace. Jo Leute, was geht ab? Wir sind jetzt bei Burger King, haben jetzt erstmal ein paar T-Shirts gekauft von Einkaufen und jetzt haben wir uns bei Burger King gesetzt. Alter, die Preise heftig, also wenn man es mit Deutschland vergleicht. Wir haben jetzt zwei Menüs genommen. Was haben wir genommen? Steakhouse haben wir genommen, zwei Stück mit Nuggets und haben 100 Lira bezahlt und 100 Lira umgerechnet sind ungefähr knapp 10 Euro. Also wir haben für zwei Menüs und die Cola ist einfach... Also durch meinen Kopf an. Also das ist ein Liter Cola, den wir bekommen haben. Also überlegt euch, 2 Liter Cola, 2 Burger, Nuggets, große Pommes. Also muss ich echt sagen, heftiger Preis. Ja, und wir sitzen jetzt gerade in Ordo mitten in der Stadt. Ich zeige euch das mal. Ich muss jetzt mal gescheit Ding machen. Ja, Burger King. Genau, unser Essen. Genau. Jo. Ja. Jetzt muss ich kurz wieder Dings aufklappen. Ja. Wir sehen uns dann auf jeden Fall dann später. Haut rein. Peace. Jo Leute, wir sind wieder zurück im Auto. Es hat angefangen zu regnen. Jetzt hat es eine Weile lang nicht geregnet. Es kann aber sein, wenn wir zurück ins Dorf fahren, dass es da eben halt nicht regnet. Es ist halt hier so eine Stadt regnet, fast 50 Kilometer weiter regnet es gar nicht oder 40 Kilometer und dann regnet es halt gar nicht. Ist halt aber normal. Ja genau, wir haben eigentlich relativ gutes Zeug geholt. Ich habe genug Socken geholt, ein paar T-Shirts geholt. Hosen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich die hier hole. Morgen denke ich mal, muss ich gucken, oder vielleicht fahren wir rüber nach Fatzer und da gibt es auch einiges Zeug zu holen und ein bisschen rumbummeln. Guck mal einfach mal, was wir da machen. Wir fahren jetzt zurück, sind auch ein bisschen müde, Regen, wir mussten warten, bis es ein bisschen beruhigt hat. Und mich hat es 5-mal fast auf die Fresse hingehauen, weil die haben so komische Boden fließen und ich laufe hier mit Flipflops durch die Gegend, so hier Tourist hoch 10. Und ja. Aber im Endeffekt habe ich es geschafft, heil ins Auto zu kommen. Jetzt fahren wir zurück. Wir sehen uns auf jeden Fall später, wenn wir wieder zurück sind. Und ja, bis später. Peace. Ja, mein Vater hat uns irgendwo hingebracht. Anscheinend gibt es hier eine alte Kirche. Und für die immer sagen, in der Türkei gibt es keine Kirchen im Vergleich zu deutschen Moscheen. Es gibt in Türkei genug Kirchen, die immer noch hier stehen. Und die werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ich hoffe, es ist nicht so windig. Ich habe jetzt nicht mein Anti-Wind-Mikrofon mit dran gemacht. Also dieses komische Wuschelteil da. Ich hoffe, ihr hört es trotzdem. Es ist nämlich ziemlich windig. Ich hoffe, es knallt nicht so sehr. Deswegen, hier ist relativ schön und es ist windig. Aber das Meer, also wir gehen jetzt wirklich an so eine, wie heißt das? So einen Weg halt, Pflastersteinweg. Oh, mein Akku verreckt gleich. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Ansonsten filme ich im schlimmsten Fall mit dem Handy oder so. Ja, auf jeden Fall, da kann man halt dann
Dings ein bisschen Aussicht genießen. Genau. So, mein Akku ist leider in der Cam kaputt gegangen. Ich filme jetzt mit dem iPhone. Ja, das ist die Kirche. Jason Church. Ich müsste nochmal übersetzen, was auf dem Zettel steht, halt Rum drauf. Rums auf Englisch. Also das ist die Kirche. Das ist schon ein bisschen, hier ist da vorne ist Leuchtturm. Also es ist halt schon eine heftige Aussicht. So Leute, der Tag für heute ist Ende. Wir sind zu Hause angekommen, haben jetzt was gegessen, mein Akku war leer von der Cam. Genau, ja, wir tun jetzt noch mit meinem Bruder ein bisschen chillen, dann gehen wir auch später pennen. Also lange bleiben wir auch nicht mehr wach und dann gehen wir pennen. Mal schauen, was wir morgen machen. Ich denke mal, wir fahren nach Fazza, um ein bisschen wieder zu shoppen, weil die Shirts, die ich gekauft habe, ich habe die ehrlich gesagt nicht anprobiert. Ich stand jetzt 3XL drauf und ja, 3XL ist in der Türkei nicht unbedingt das, was ich mir eigentlich vorstelle. Ich habe jetzt diese T-Shirt, das ist das T-Shirt, was ich jetzt gerade anhabe. Also das hier, man sieht es auch, ist halt so ein, warte, ich gehe mal in den Spiegel, da seht ihr es besser. Ja. Also hier, seht ihr selbst, ist es halt wirklich breit. Und das andere, das ist jetzt auch, glaube ich, 3XL, ich bin mir nicht sicher. Aber auf dem anderen steht halt dann auch drauf, nur ist es halt wirklich eng, presswurstmäßig. Und da ist auch ein anderes Material drin, wie heißt denn das? Ich guck mal kurz auf ein Etikett. Was ist das hier? Genau, das besteht. Ja. Genau, hier habe ich es. Also es besteht aus 95% Baumwolle und 5% Lycra. Und Lycra ist das Zeug, was halt, wenn du vor allem ein bisschen Gewicht hast wie ich, das zieht sich dann wieder zusammen und das ist nicht der Sinn. Es passt mir, aber es zieht halt, du hast halt keine Luft drin. Hier habe ich halt noch relativ Luft und bei dem anderen ist es halt wirklich straff gezogen. Und ja, muss ich morgen noch was Gescheites suchen. Falls ich abnehme, habe ich sicherheitshalber T-Shirts da, die dann halt mir halt passen. Ja, ich mache den Schluss für heute. Wir sehen uns dann morgen, wenn wir dann rüberfahren. Also haut rein. Peace. Nothing can break me.